Hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Dienstag, der 24. März und in meinem heutigen Wochenausblick gehe ich auf die volatilen Märkte des S&P 500, Nasdaq und natürlich des deutschen FDAX ein. Bevor wir starten, noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Ja, bei den wichtigen Terminen steht diese Woche gar nicht so viel Spektakuläres an. Der Markt ist natürlich in erster Linie getrieben von den Nachrichten rund um den Coronavirus. Trotzdem habe ich zwei Termine gefunden, die den Markt beeinflussen könnten, und zwar am Donnerstag um 13:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und um 15 Uhr das Bruttoinlandsprodukt. Ein paar Termine in eigener Sache. Heute startet unsere Online-Ausbildung. 90 Tage lang sowohl zum Thema Investment als auch zum Thema Trading. Und gerade in solch volatilen Phasen wie derzeit macht es natürlich durchaus Sinn, sich mit dem Thema Trading insbesondere hier in der Tiefe auseinanderzusetzen, weil wann hat man schon mal so viele und so gute Chancen am Markt wie in solch volatilen Märkten, wo die Märkte sich zum Teil 5 bis 10% am Tag bewegen. Ein Eldorado am Ende des Tages für uns Trader, und deshalb auch heute nochmal der Hinweis: Start zur 90-tägigen Online-Trader-Ausbildung. Und wir wollen natürlich auch dem Ganzen nachgehen und auch euren Anfragen. Deswegen morgen ein Live-Webinar, und zwar die größten Chancen am deutschen und amerikanischen Markt. Wir werden uns da einzelne Aktien anschauen. Wenn ihr mit dabei sein möchtet, morgen um 14 Uhr könnt ihr das bei unserem Live-Webinar. Anmelden könnt ihr euch über meine Website www.lüttemann-coaching.de, dann hier einfach auf Termine klicken und von dort aus dann geht es direkt zur Anmeldung. Hier einfach klicken auf Anmeldung und schon seid ihr morgen Mittag um 14 Uhr mit dabei. Ja, und zum Schluss noch, wann erscheint der nächste Wochenausblick? Am kommenden Dienstag, wie üblich. Starten wir wie üblich mit dem S&P 500 Index. Hier hat sich in der letzten Woche natürlich wieder einiges getan, und zwar wiederum auf der Short-Seite. Schauen wir uns das Ganze trendtechnisch an. Wir haben hier nach dem Rücklauf an den 200er EMA eine glatte Abwärtsbewegung. Das heißt, wir sind sehr, sehr, sehr weit in die Bewegung hineingekommen. Nach Durchbruch unter das Tief hier bei etwa 2800 Punkte ging es dann herunter bis unter die 2200 Punkte. Das ist natürlich schon eine starke Bewegung. Wenn wir mal den gesamten Bewegungsarm uns anschauen, bis in die Tiefe waren es 30%. Es darf also nicht verwundern, dass der Markt jetzt auch mit der technischen Gegenbewegung startet, und man wird es kaum glauben, es ist wieder an einem Dienstag, also auch das wieder nicht ungewöhnlich, sondern natürlich setzen wir darauf immer wieder Woche für Woche innerhalb unserer Tradings. Das heißt, man muss ganz klar differenzieren zwischen drei verschiedenen Anlegergruppen, die momentan im Markt sind, weil sie unterschiedlich agieren. Das eine sind natürlich die Investoren, die beeindruckt das Ganze natürlich auch, aber nicht in dem Maße wie Trader, weil die haben entweder ihre Positionen abgesichert oder haben feste Strategien, die laufen, so wie wir zum Beispiel entsprechende Nachkaufstrategien nutzen. Wenn der Markt herunterkommt, dann wird Geld, was frei geworden ist aus dem Verkauf aus Goldbeständen, dann entsprechend genutzt, um sich einzukaufen in den fallenden Markt. Das haben wir bereits in der letzten Woche im DAX gemacht, und zwar am Montag. Warum? Natürlich auch da wieder am Montag die Schwäche, die wir hier ausgenutzt haben. Und diese Position lassen wir jetzt auch laufen. Das heißt, wir gehen also als Investoren anders vor als Trader. Als Swing Trader ganz klar die Short-Seite, vor allen Dingen im Stundenchart und auch im Tageschart, sehr, sehr einfach umzusetzen. Innerhalb unseres Screening-Dienstes haben wir ja viele Titel vorgestellt, die besonders gut auf der Short-Seite performt haben in den letzten Wochen. Kaum ein Titel, der nicht mindestens 10, 20, ja 30% Performance hat insgesamt bringen können. Natürlich auch immer nur stückchenweise. Wenn du
noch nicht den Screening-Dienst getestet habt, habt ihr die Möglichkeit dazu, für 1 € über unsere Webseite das Ganze 4 Wochen zu testen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Daytrader und deswegen ist auch die Analyse einfach sehr, sehr unterschiedlich. Für den Swing-Trader, der natürlich hier auf die Short-Seite die letzte Zeit gesetzt hat, der sollte jetzt aufpassen, wie weit die Erholung führt. Wie gesagt, 30% ging es bis jetzt bergab. Ich denke, wir haben gute Chancen, dass der Markt sich in dieser Woche erholt. Der Punkt ist, das haben wir in der letzten Woche auch gehabt und da haben wir gesehen, dann ist das Ganze aber an einem Tag abgelaufen. Allerdings ist diese technische Gegenbewegung trotzdem sehr, sehr stark gewesen, auch wenn es nur ein Tag war. Denn wenn wir hier schauen, das waren 13% alleine an einem einzigen Tag, die der Markt hier nach oben geschossen ist. Das ist eine typische Reaktion. Mir wäre es lieber gewesen, das würde über 3-4 Tage stattfinden, natürlich, klar. Aber wir müssen es halt in der jetzigen Situation so nehmen, wie es ist. Und wir haben natürlich dadurch wieder sehr schnell die Möglichkeit gehabt, am Folgetag wieder auf die Short Seite zu setzen und dann wieder entsprechende Positionen, die wir ja auch im Screening-Dienst haben, wie beispielsweise eine Daimler oder eine MTU, einfach wieder auf der Short-Seite zu nehmen und hier wieder sehr schön Performance mitnehmen zu können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe davon aus, dass wir heute auf jeden Fall die technische Gegenbewegung sehen, dass wir auch vielleicht morgen und übermorgen noch die Chance haben, dass der Markt sich noch ein wenig erholt. Von da an gehe ich allerdings davon aus, dass wir auch wieder, sobald ein wenig Schwäche hineinkommt oder negative Nachrichten vom Markt kommen, dass der Markt auf jeden Fall nochmal versuchen wird, die Tiefs anzulaufen. Schauen wir uns den Nasdaq-Index an. Hier sieht das Bild ähnlich aus. Hier kam es allerdings gestern schon zu einer leichten Umkehr. Zum einen aber erstmal hier auch die Abwärtsbewegung, die wir hier haben. Auch hier ist die Abwärtsbewegung sehr, sehr stark gewesen, nachdem wir hier die Tiefs unterschritten haben. Auch hier kann man ganz gut sehen, die Abwärtsbewegung hier roundabout 25%. Hier gestern schon der Turnaround, also der Markt hat tiefer aufgemacht, ist nochmal ein bisschen abgerutscht, hat dann aber auch zwischendurch es geschafft, nach oben zu laufen. Und jetzt sind wir kurz davor im vorbörslichen Handel, die Hochs von gestern bei etwa 7.285 herauszunehmen. Sollten wir das schaffen, wird es hier auf jeden Fall weiter zu einer Entlastung im Markt kommen. Hier kann man das auch ganz gut sehen. Im Stundenchart hat sich natürlich hier ein Trend schon ausgebildet. Das war gestern im Laufe des Tages gewesen. Dann hier nochmal zur Handelseröffnung diesen Rücklauf. Und jetzt kommen wir hier halt sehr schön nach oben. Wir sehen das hier, wenn wir hier über die 7.320 hinauslaufen, dann haben wir hier gute Chancen, dass der Markt zumindest hier an die Hochs bei etwa 7.600 Punkte läuft. Schauen wir uns den DAX noch dazu an, auch zunächst erstmal im Tageschart, denn der DAX war ja deutlich, deutlich schwächer unterwegs in den vergangenen Wochen. Auch hier sehr schön zu sehen, erst die Abwärtsbewegung und hier hat der Markt es nicht mehr geschafft, den 200er EMA anzulaufen und dann hier die Abwärtsbewegung und die war schon auch sehr heftig gewesen. Vor allen Dingen Automobilkonzerne, aber auch die Lufthansa sehr stark unter Druck. Ist auch der Markt, der am stärksten verloren hat mit 34% in der letzten Abwärtswelle. Allerdings, und das ist auch, darf man nicht vergessen, die Gegenbewegung ist dann natürlich jetzt mit 15% auch etwas stärker. Ist auch der Grund, warum Investmentstrategien im deutschen Markt deutlich besser funktionieren als im amerikanischen Markt, weil wir eben hier natürlich aufgrund der hohen Volatilität, starker Abwärtsbewegung dann natürlich auch mehr Kraft haben, um wieder nach oben zu gehen. Man muss sich das so vorstellen, wie so ein Gummiband, was man auseinanderzieht. Und je weiter man es auseinanderzieht, desto schneller kommt es natürlich auch zurück. Und das sehen wir hier natürlich auch im Index und auch in den entsprechenden Einzeltiteln. Wie gesagt, dazu auch heute die Aktualisierung innerhalb unseres Screening-Dienstes. Wenn man nicht genau weiß, in welche Titel man investieren möchte und aber sagt, okay, ich möchte das aber gerne selber machen, dann hilft hier auf jeden Fall immer ein Blick auf die Branchenrotation. Das heißt, wir können uns hier sehr genau anschauen, und das machen wir natürlich bei uns im Handelsbüro, aber auch natürlich in den Ausbildungen, dass wir uns anschauen, okay, welche Branchen haben denn in den letzten Tagen besonders gut performt auf die letzte Woche, damit wir daraus schließen können, wie geht es in den kommenden Tagen und Wochen weiter. Und die größten Verlierer waren natürlich der Bereich der Industrie, Güter, natürlich
wenn man sich anschaut, was passiert im Moment in der Industrie, hier stehen in großen Teilen die Bänder still. Natürlich gibt es da auch entsprechende Einbrüche, wenn man sich das anschaut, auf die letzten 4 Wochen im Durchschnitt 40%. Finanzsektor genauso betroffen, da sitzt die Angst noch der Investoren natürlich in den Knochen. Finanzmarktkrise 2008, 2009 und der Rohstoffbereich, hier vor allen Dingen natürlich auch die Ölwerte besonders betroffen, nachdem wir ja gesehen haben, dass die Preise für Öl massiv gefallen sind in den letzten Tagen. Wenn wir uns auf die Titel konzentrieren, die vielleicht besser gelaufen sind, und dann ist es auch deutlich besser, die Abschläge sind zwar aber trotzdem da, das heißt also nicht, wir haben hier, was die Branchen angeht, irgendwelche Branchen, die hier im Plus sind, aber wenn wir uns anschauen, die Technologie ist relativ gut bei weggekommen, dann natürlich auch der Bereich Services und, wen verwundert, der Gesundheitssektor. Und hier gibt es auch entsprechende Werte, die besonders gut performen, die sogar neue Jahreshochs gemacht haben, das heißt, da konzentrieren wir uns da natürlich genau drauf, und das ist auch etwas, was wir beim Wochenausblick immer detailliert, auch heute ein eigener Wochenausblick nur für die Kunden des Screening-Dienstes, weil hier gehen wir dann nochmal genau in die Tiefe hinein, schauen uns an, was hier vielleicht Sinn macht, in den kommenden Tagen entsprechend zu handeln. Ihr seht also, gerade als Trader ist es eine besonders spannende Zeit, hier immer zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es. Natürlich in erster Linie auf der Short-Seite, aber gerade hier, wenn wir die Indikationen richtig lesen können, können wir natürlich auch herausfinden, wann der Markt diese technischen Gegenbewegungen von roundabout 10% macht. Und das bekommen wir wirklich sehr, sehr gut hin. Das kennen auch alle die, die im Rahmen unserer Mastermind-Ausbildung sind, dass wir dort die verschiedenen Indikationen immer wieder vorstellen. Das heißt, hier könnt ihr sehr genau sehen, wann ihr Umkehrpunkte im Markt sehr gut finden könnt. Wenn ihr spannende Einzeltitel noch kennenlernen möchtet, dann nochmal der Hinweis auf das Webinar morgen am Mittwoch um 14 Uhr. Anmeldung über meine Webseite. Okay, das war es auch schon wieder von mir, Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Börsenwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.